Neukölln, wie es lebt und lebt, ne? Heute Abend kommt meine große Live-Show. Ich spiele meine neue Platte und erzähle aus meinem Leben als Musiker. Olli Schulz, was hat er die letzten 7-8 Jahre gemacht? Wie konnte er damit überleben, mit dem Quatsch, den er hier macht, oder? Der Strumpfmaskenmörder war in unserer Stadt und mit einem Hammer schlug er jeden Schädel platt. Mit einem Messer schlitzte er die Opfer auf und mit einem Spaten schlug er noch einmal drauf. Der Strumpfmaskenmörder, der Strumpfmaskenmörder, der Strumpfmaskenmörder, der Strumpfmaskenmörder. Das war mein allererster Song. Ich umreiße es trotzdem immer wieder gern mit Entertainment, ganz einfach. Also es ist nicht nur Musik, es ist nicht nur Fun, es ist einfach die Summe aus allen Dingen, was er so macht. Es macht einfach Spaß. Wir sitzen in der S-Bahn, ein Typ kommt rein, ein junger Typ mit Lederjacke und so und mit dem Becher und meint, ey, hast du mal ein bisschen Geld für mich? Und Arnie guckt ihn an und meint, wieso denn? Also ja, weil ich Punk bin. Und dann hat er den besten Satz gesagt. Er meinte, ein echter Punk würde sich eher die Hand abhacken, als sie einem Spießer betteln zu reichen. Und ich so, ich bin auch punkig. Sieht man nur nicht so. Ficken! Also Olli hat die große Gabe tatsächlich, das, was er auch sonst den ganzen Tag macht, wenn man mit ihm unterwegs ist, tatsächlich auf die Bühne zu bringen. Mandu Diao werden wie Götter behandelt, wirklich. Wenn Mandu Diao kommt, dann wird hier alles geputzt und so. So ist es wirklich ein bisschen. Wir spielen da und danach hatten wir richtig Hunger, gehen ins Catering-Zelt, es war nichts mehr zu essen da, außer ein riesiger, großer Teller mit frisch gebratenen Nackensteaks vom Grill. Und ich so, oh, Nackensteaks, ich liebe Nackensteaks. Ich und Felix gehen da hin, auf einmal steht da so ein Zettel vor, only for Mandu Diao. Und er hat gesagt, mir scheißegal, scheiß auf Mandu Diao, scheiß auf diese kleinen pissigen Schweden. Ich war super genervt, bin hin, Brötchen aufgeschnitten und Felix hat mir jedem 2 Nackensteaks da reingepackt. So. Und was ich nicht gesehen habe, Mandu Diao saßen im Zelt, die gesamte Band mit der Crew. Dann kommt der Manager auf mich zu, der Typ war so groß wie eine Thermoskanne. Also, can't you read? This is from Mandu Diao. Ich so, yeah, but I'm hungry, sorry. Und dann hat er wirklich den Chef gesucht von dem Catering-Zelt, der das Essen macht. Who's in charge here? Who's the boss? Out with these guys! Und war wirklich super ätzend. Und dann kam aber keiner. Und dann habe ich mich vor ihm gestellt. Und ich weiß, man kann sich jetzt cool darstellen, aber ich bin einfach mal vor ihm her, habe ich mich hingestellt. Hab da reingebissen und meinte, call the police or call your mother, you shithead. Und bin so weitergegangen. Ich menschlich. Viele sehen mich auf der Bühne und denken, was ist das für ein Übertyp, und dann sehen die, ich bin auch noch ein Mensch. Übrigens steht heute ein Flügel auf der Bühne, der steht nur hier, damit ich meinen Laptop darauf stellen konnte. Ich kann überhaupt nicht Klavier spielen. Das ist halt, ja, Olli halt, ne? Echt unterhaltsam. Witzig, Singer-Songwriter-mäßig. Es macht immer sehr, sehr viel Spaß mit Olli Schulz, man muss ihn einfach lieben. Halt die Fresse, kriegen Kult. Oder fällt doch ein bisschen nah. Meine Trinkfrüstung, Baby, was ist du? Komm mal endlich klar. Dankeschön.